Grüß Gott, ich will ein Kofferhalten-Video machen. Ja, ich habe ja, ihr habt ja in den letzten paar Videos gesehen, dass ich wieder ein Haul hochgeladen habe und es kommen auch bald wieder welche, ich warne euch nur vor. Denn ich muss aber sagen, im Monat Juni war ich sehr brav. Weil ich fange gleich mal mit dem Büchlein an, weil ich muss wirklich sagen, ich bin echt stolz auf mich, dass es wirklich nicht so schlimm drüber war mit dem Minus. Also ausgegeben habe ich 66,91 € und drüber war ich mit 16,91 €. Also da kann man wirklich nichts sagen. Also da ist echt wegen der 50 € Gutschein-Ding. Da kann ich wirklich sagen, war ich echt brav. Im Juli schaut es dann wieder anders aus. Ich warne euch nur mal vor. Aber ja. Im Juni bin ich echt stolz auf mich, dass ich wirklich nicht so viel ausgegeben habe. Obwohl ich echt viel gekauft habe, aber ich habe wirklich nicht viel ausgegeben. Ich zeige euch jetzt mal die Sachen, die ich mir noch gekauft habe. Ja, eigentlich wollte ich mir ja keine Duschschaum mehr kaufen von der Bibi, aber der ist Limited Edition und der riecht so gut. Und sie hat ja jetzt wieder welche rausgebracht, aber die werde ich mir mal nicht kaufen. Ich muss erstmal welche aufbrauchen und dann überlege ich mir, ob ich die mir nachkaufe. Weil den Melone hätte ich schon noch gern, aber erst will ich mal meinen aufbrauchen. Dann habe ich mir gekauft ein Deo von Calvin Klein. Das war nämlich um 9,95 € in Aktion. Und weil ich ja gedacht habe, dass mein Deo rausgeht, was ich da habe, habe ich mir das gekauft. Aber ich habe gesehen, dass diese kleinen Deos, die ich da so liebe, weil die habe ich im DM nicht gefunden, die kommen wieder. Also zumindest bei Müller gibt es das wieder. Ja, nur mal so viel dazu. Dann habe ich noch mir geleistet ein Knisterbad vom Sorbwehr. Ja, ich muss das noch genauer testen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mag. Dann habe ich nämlich noch meinen Sorbwehr-Badezusatz. Und ganz viele Masken. Ich weiß nicht, warum ich die zweimal habe. Keine Ahnung. Aber ich habe mir zweimal diese Black Peel-Off-Maske von Caria Vera gekauft. Und ich muss sagen, ich finde die Verpackung so wunderschön. Also wunderschön ist übertrieben. Aber ich finde die Packung irgendwie... Die Verpackung, ich kann nicht reden. Die Verpackung finde ich wirklich schön. So, mein Gott, ey. Dann habe ich mir noch zwei Ampullen geleistet. Da muss ich mir noch welche nachkaufen. Und ganz, ganz, das habe ich dringend gebraucht in meiner Sammlung, das hat mich angelacht. Das war von der einen Essence I Want Candy Limited Edition. Ich wollte mir eigentlich das zweite, was wir bei mir in der Filiale hatten, auch noch kaufen, aber ich habe mich zusammengerissen. Da bin ich echt stolz auf mich, weil diese Elea hat nach Chupa Chups gerochen. Und ich musste das unbedingt haben. Ich weiß, es klingt voll bescheuert, aber ich musste das haben. Das ist jetzt ein... Hand- und Nagelpeeling. Oder nur Nagelpeeling ist das. Ich habe zwar noch eins, aber das ist schon so alt. Und das riecht so wie der Erdbeerschlecker, den ich immer von Chupa Chups hatte. Ach, ich liebe den Duft. Ich könnte drin baden. Also, deswegen habe ich mir das mal genommen. Weil dann kann ich mein Nagelpeeling aussortieren. Das habe ich schon so lange. Und ich glaube, die ganzen Nagelsachen von Yves Rocher sollte ich längst mal ausmisten, weil die sind schon sehr, sehr alt. Ja. Wie es mir gegangen ist in dem Monat Juni, ich muss sagen, ich war braver als sonst, weil im Juli schaut es wieder anders aus, aber im Juni bin ich echt stolz auf mich, dass ich mich wirklich zusammengerissen habe. Ich habe zwar auch hin und wieder Sachen gekauft, die ich nicht wirklich brauche, aber es ist im Rahmen der Normalität gewesen. Im Rahmen der Normalität gewesen. Es ist halt nur so doof, dass so viele neue Sachen rauskommen. Oder dass die Sachen, die ich mag, rausgehen. Zum Beispiel von... Es gibt noch ganz, ganz viele Duschgels, die ich noch so gern hätte. Es gibt jetzt eine neue Reihe von Müller. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Aber die hat so Meerjungfrau oder ein Einhorn drauf. Oder eine Ananas mit Sonnenbrille oder irgend sowas. Und da riechen die manchen so, so gut. Da gibt es zum Beispiel eines, das riecht nach Zitronen-Cupcakes. Und das riecht sowas von geil. Und jetzt ganz neu gibt es eines, das riecht nach... Ananas, glaube ich. Das riecht auch so geil. Also die hätte ich schon noch gerne, aber ich warte, bis es reduziert ist und dann kaufe ich es mir vielleicht. Mal schauen, aber ich halte euch auf den Laufenden. Ja, also ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz schön stolz auf mich. Den Haul kann ich euch ja unten noch in der Infobox verlinken, wenn euch der interessiert. Ja, und das war's wieder. Es war ein bisschen kurz, aber mehr habe ich auch gar nicht zum Sagen, ehrlich gesagt. Nö. Mehr habe ich wirklich nicht zu sagen. Ich hoffe, das nächste Kaufverhalten-Video wird wieder ein bisschen länger. Ich habe das Gefühl, ich habe das ganz schön runtergerattert jetzt. Aber ja, aber die Bilou-Duschschäume, da muss ich mich endlich mal zusammenreißen und keine mehr kaufen. Den habe ich mir halt nur gekauft, weil das war der letzte. Das wollte ich auch noch sagen. Also der ging raus und das war dann der letzte.
der noch im Regal stand. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn es der letzte ist und der sowieso rausgeht, kann man sich den ja ausnahmsweise noch kaufen. Aber ja. Aber das habe ich auch nur gemacht, weil ich den anderen Limited Edition Duschschaum von ihr vor kurzem verwendet habe und aufgebraucht habe. Aber ja. Ich finde es auch so blöd, dass die jedes Mal so schnell neue rausbringt. Weil die zwei neuen interessieren mich eigentlich auch. Aber den Melone habe ich ja noch und den Kokos finde ich auch sehr interessant. Ja, ich bin ein Opfer. Sagt jemand weiter, ich bin ein Opfer. Ja, das war's jetzt aber wirklich. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was das teuerste war, was ihr euch in dem Monat gekauft habt. Also im Monat Juni. Das würde mich interessieren. Also das teuerste, was ich mir gekauft habe, im Juni? Na, diesen Monat war gar nicht so extrem teure Sachen dabei, sondern eher so Kleinigkeiten. Da bin ich... Oh ja, Blödsinn, Moment mal. Ich habe einen kleinen Deo-Stick. Den habe ich mir geleistet in dem Monat. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und schreibt mir auf jeden Fall mal, was euer teuerstes Teil in dem Monat war. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!